Beim Forum Inklusion treffen sich Menschen mit und ohne Handicaps, probieren was aus, informieren sich über Projekte, machen mit, committen sich und wollen das Thema Inklusion für die Stadt Gelsenkirchen voranbringen. Das Wort Inklusion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet in etwas enthalten sein. Ja, Inklusion ist mit den Vereinten Nationen gestanden, mit den Menschenrechten der Vereinten Nationen. Es ist weltweit beschlossen worden, dass Menschen mit Handicap, mit Behinderung teilhaben sollen am alltäglichen Leben in der Gemeinschaft. Dadurch sind viele Pläne entstanden und Ideen entstanden, wie Inklusion eben stattfinden kann. Ich glaube persönlich, dass wir hier von einem Prozess reden, der sich über viele, viele Jahrzehnte hinstecken wird. Inklusion ist nichts, was man eben durch Aktionen erreicht, sondern Inklusion muss meiner Meinung nach das Denken und das Fühlen von Menschen verändern. Konkret heißt das, wir Menschen, die kein Handicap haben, müssen lernen, viel unvoreingenommener mit Menschen mit Behinderung umzugehen. Inklusion ist ein viel diskutierter Begriff und wird häufig mit dem Wort Integration gleichgesetzt. Inklusion ist jedoch nicht die Eingliederung in eine Umgebung, vielmehr ist es umgekehrt. Die Umwelt wird bei einer erfolgreichen Inklusion an die jeweiligen Voraussetzungen aller Menschen angepasst. Wichtig ist, weil damit Leute eben, die so wie ich Handicap haben, mit anderen Leuten in Kontakt treten können. Ich glaube, dass es bei vielen Menschen einfach eine große, große Unsicherheit ist. Wir sind es einfach nicht gewohnt, ständig mit Menschen, die ein Handicap haben und denen man es anmerkt, mit ihnen umzugehen. Mit Altershandicaps kennen wir uns alle aus. Wir haben alle unsere Oma, unseren Opa zu Hause, der vielleicht pflegebedürftig ist, der dement wird. Das ist für uns selbstverständlich. Aber Menschen, die jung sind oder denen man aufgrund ihrer Schwerstbehinderung häufig ihr Handicap ansieht, die sich anders verhalten, als wir es im Alltag kennen, da tun wir uns alle schwer. Ich denke, unsere Bewohner und Bewohnerinnen oder Menschen mit Behinderung allgemein haben da wesentlich weniger Handicaps als wir. Wir sind in der Kommunikation eingeschränkt und ich glaube, deswegen ist das für mich ein Prozess, dass nicht die Menschen mit Handicap lernen müssen, auf andere zuzugehen, sondern wir müssen lernen, mit ihnen im Alltag selbstverständlich umzugehen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir noch viel mehr sind, die das Thema Inklusion in der Stadt vorantreiben, dass wir Tabus brechen und dass wir offen darüber diskutieren, was sinnvoll ist und was gegebenenfalls machbar oder auch nicht machbar ist. Sowas sollte eigentlich auch in der Zukunft befestigt werden, Bestandteil unseres gemeinsamen Lebens werden. Und dass es einfach selbstverständlich wird, dass Menschen mit und ohne Handicap Dinge gemeinsam tun. Dass wir keine gesonderten Veranstaltungen brauchen, wo wir sagen, sie haben einen inklusiven Charakter, sondern dass es normal ist, wenn im Stadtteil Menschen sich treffen, dass Menschen mit Handicap dabei sein können und sie auch so, wie sie sind, angenommen werden.